Leute, wenn man neuesten Gerüchten Glauben schenken mag, bedient sich Respawn und EA in Zukunft vielleicht mehr der Konkurrenz, als man glauben mag. Was jetzt nicht unbedingt unfair ist, das Ping-System war relativ revolutionär in Apex Legends, als es 2019 rauskam. Und viele andere Spiele haben sich dieses Ping-System abgeschaut, weil es das vorher so wohl noch nie gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich habe nämlich folgenden Leak für euch. Es soll wohl Entwicklung sein, im frühen Entwicklungsstadium, in Apex Legends Battle Royale ein anderes Respawn. Ich meine nicht das Studio Respawn, sondern die Art und Weise, wie man gerespawnt wird im Spiel, wenn du drauf gehst. Soll an neuen Systemen gearbeitet werden, gefeilt werden. Und das könnte wohl eventuell laut Leaks sehr COD-lastig sein, Warzone-lastig. Da ist es ja zum Beispiel so, wenn du im, ich sage mal, früh bis Mid-Game drauf gehst, kommst du in den Gulag. Da kannst du ein 1 gegen 1 gegen jemand anders machen zum Beispiel. Und wenn du das für dich entscheidest, entscheidest du für dich auch, hey, ich komme wieder ins Spiel zurück. Ist das Spiel zu weit fortgeschritten, geht das nicht mehr. Es gibt aber noch die Möglichkeit, wenn du das versaust, dass deine Teammates, ich nehme mal in einer herkömmlichen Variante deinen Banner grabben und du gerespawnt werden kannst. Oder eben diese Mechanik irgendwann fallen gelassen wird, was ich aber nicht glaube, weil es das relativ einzigartig macht, sage ich mal, in dem Battle Royale, wie man seine Teammates wiederholen kann. Aber es gab es gibt auch in Warzone die Mechanik, dazu musst du aber Geld looten, du musst Gebäude, Gegner looten, die Geld dabei hatten, Kassen looten, hast du nicht gesehen, Geld sammeln. Und dann konntest du, keine Ahnung, für $4.000 oder so oder $5.000 konntest du dein Teammate. Ich glaube, es war nur einmal pro Match. Ja, ich glaube, es war einmal pro Match, konntest du den wieder kaufen. Und dann ist der irgendwo wieder gerespawnt. Ja, coole Mechanik, auch in COD, wie ich finde. Das mit dem Gulag, das mit dem Kaufen, finde ich eine coole Sache. Ob es das jetzt unbedingt sein muss, dass das in Apex Legends auch geändert werden muss, weiß ich ehrlich gesagt, Wortfasching des Todes, ihr merkt es schon wieder. Ob das jetzt unbedingt geändert werden muss, halte ich noch so ein bisschen fragwürdig. Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde eine Änderung nicht schlecht finden, irgendwie frischen Wind. Aber so wie es in Apex Legends gelöst ist, ist es allerdings auch nicht schlecht. Vielleicht sollte man der ein oder anderen Legende wie Loba mal die Möglichkeit geben, endlich die Banner aus den Deathboxen zu holen. Wobei das schon wieder eine andere allgemeine Geschichte wäre, die, was heißt allgemein, das ist dann eher wieder so ein legendenspezifisches Ding. Gleiches Recht für alle, was das Respawn betrifft. Müsste man mal schauen, taktisch wieder völlig andere Möglichkeiten. Ich weiß es nicht. Ich finde es so, wie es ist, eigentlich okay. Müsste meiner Meinung nach nicht wirklich geändert werden. Aber frischer Wind ist immer nicht verkehrt, wenn es denn gut umgesetzt ist. Das war meine Meinung dazu. Eure Meinung in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.